Ja gut, hey Leute, willkommen zum heutigen Motorvlog. Es tut mir leid, ich habe es vergessen zu erwähnen. Das Abo-Treffen ist diesen Samstag oder so, auf jeden Fall alles steht unten in der Beschreibung. Es ist in Ansbach, das ist 120 Kilometer oder so, oder 100 Kilometer von Nürnberg, 100 Kilometer, keine Ahnung, irgendwo unten im Süden Deutschlands, nicht komplett im Süden, versteht mich da nicht falsch, aber südlich. Nee, warte, ist gar nicht so weit südlich, ist eher östlich, Südosten irgendwo dort. So ungefähr soll es liegen. Auf jeden Fall verlinke ich euch die Adresse, alles unten. Mich würde es freuen, wenn zahlreiche Leute kommen. Was ist zahlreiche? Mich freut wirklich, dass jeder kommt, der auch wirklich Bock drauf hat. Was machen wir denn da überhaupt? Und der Sinn des Abo-Treffens, also das sind so Fragen, die werden mir gestellt. Ich persönlich finde das Abo-Treffen cool, weil man da andere Leute kennenlernt, potenzielle Freunde. Und wir kennen Motorradfreundschaften halt eigentlich immer ewig lang, deutlich länger, weil man immer ein Hobby hat, das einen verbindet. Und ja, außer man lernt halt die falsche Person kennen, die nicht zu einem passt. Wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlernen würde, der Sportler nicht mag, ich würde ihm direkt sagen, nein, Mann, tut mir leid, die Freundschaft ist auf keinen Fall möglich. Nee, Spaß beiseite, Leute. Ihr versteht, was ich meine. Tut mir leid für die billigen Späße. Auf jeden Fall, das Abo-Treffen ist circa um 16 Uhr, wenn ich mich nicht irre, sprich, dass jeder bequem anfahren kann und dann wieder abreisen kann. Also wir hatten vor, eine Stunde vielleicht zu fahren. Wir warten 15, 20 Minuten auf alle. Alle, die sich verspäten, sollten halt eine Stunde oder so warten. Ich schreibe unten in die Beschreibung Treffpunkt der McDonald's, an dem wir uns treffen. Dann könntet ihr halt dorthin fahren, dann können wir natürlich reden. Und diejenigen, die das Abo-Treffen verpasst haben, können trotzdem noch mit mir fahren und reden. Also in meine Richtung, Richtung nach Hause, fahren noch ein bisschen Landstraße und so. Oh, Alter. Böse, böse, böse. FDS, Kennzeichen, keine Ahnung, was das ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sehe das Abo-Treffen eigentlich. Oh shit, ich sehe gar nichts. Wo lang muss ich? Stuttgart geradeaus, okay. Ja, auf jeden Fall würde es mich mega freuen, wenn ihr kommt. Ich werde Sticker dabei haben, ob auch meine eigenen Sticker dabei sind. Kann ich noch nicht sagen. Die hätten eigentlich, die kommen diese Woche vermutlich. Ja, die Sticker bekommt ihr einfach so. Ja, ich werde sie ja halt ein bisschen verteilen. Jeder kriegt einen Sticker oder so. Ich werde aber auch nicht zu viele Sticker an jeden rausgeben, weil ich einfach die negativen Erfahrungen gemacht habe bei anderen YouTubern, dass die Sticker einfach an Pfosten geklebt werden, an Laterne, weil die Abonnenten so lustig sind. Und ja, ich finde es halt nicht so geil. Ist eben seine. Ich bin aber sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe RideUp-Net-Sticker verteilt und einige haben sie sich aufs Motorrad geklebt. Die hat es gefreut, genauso wie es mich freut, wenn ich Sticker von anderen bekomme. Ich habe Sticker von Zink Vlog bekommen, Sticker von Hearts Rider, von Racer Girl, von allen möglichen. Ah, von Racer Girl habe ich die Sticker jetzt nicht mitgenommen. Mist. Ja, auf jeden Fall viele Leute. Also Nitro wird kommen, Mortesa, YouTube wird kommen, ich weiß nicht, wer sonst noch kommt. Das sind auf jeden Fall zwei gute Freunde, die kommen. Buh, was soll ich sagen? Buh, auf jeden Fall Buh. Ja. Ich bin gerade auf dem Nachhauseweg, es ist dunkel, ich habe ein getöntes Visier drauf. Das ist genauso wie so eine Frau, ich habe mal so eine Frau getroffen, die war im Auto, die saß einfach so im Auto drin, 22 Uhr, Licht, Abblendlicht, Rücklicht, alles aus. Und die hockt da so mit der Sonnenbrille drin und lehnt sich so ganz weit nach vorne, um was zu sehen. Und ich fahre so links neben ran und schaue die so an. Die rafft gar nichts. Ich schaue sie nochmal an. Sie dreht sich um. Ich so, Alter, bra, denke ich mir. Ich habe gar nichts gesagt. Also sie hat später das Licht angemacht. Ich bin vorausgefahren. Ich glaube, als ich gebremst habe, hat sie gemerkt, dass sie das Licht anmachen muss. Auf jeden Fall mega, mega. Ich dachte mir so, läuft bei ihr richtig fett. Ah ja, ich kenn's doch, ich fail auch manchmal. Ich versuche loszufahren, obwohl mich Flutschfinger getrollt hat. Das war auch so eine coole Story. Ich bin mit Flutschfinger und so gefahren. Und Flutschfinger hat mir den Ständer runtergeklappt, nicht an der Ampel. Ich versuche die Karre anzumachen, aber sie geht einfach nicht an. Und ich so, okay, beruhig dich. Denk in Ruhe nach. Zündung ist an. Ich habe kein Kill-Switch. Was kann's noch sein? Und ein Ständer. Das ist mir dann aufgefallen. Und dann habe ich den eingeklappt und währenddessen hat schon einer hinter mir gehupt und ich dachte so, ey Mann, du Kokosnuss, Mann.
Ich konnte es einfach gar nicht leiden, dass die Leute das sieht, ich komme nicht vom Fleck und der hupt. Fahr doch drum rum und hupt nicht. Auf jeden Fall, hier gibt es auch noch eine geile Story. Ich war mal im Norden von Deutschland, das heißt, glaube meine coolste Tour ever. Oder sowas um Dreh, meine coolste Tour oder meine beste Tour oder meine schönste Tour. Ich weiß es nicht. Falls ich das Video finde, verlinke ich es euch unten. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Bin ich ewig weit gefahren in Norden, dann wieder zurückgekommen. Irgendwann nachts um so 0 Uhr, so 2 Stunden später als jetzt. Und ich muss die Entscheidung treffen, halte ich an und frage jemanden, ob er mir Benzin bringt, schaue nach auf Google Maps um eine Tankstelle oder fahre ich weiter. Und ich habe mich entschlossen, weiterzufahren und dann habe ich eine Tankstelle gefunden. Ich war so überglücklich. Also es glaubte gar nicht, mein Tank war furztrocken. Also sie hat angefangen, sie fängt so an zu stottern, man gibt Gas und sie fängt so an zu stottern, weil sie nicht genug einspritzen kann. Und ja, ist echt scheiße. Ah, da muss man einfach durch. Ich fahre nicht über die Autobahn, ich fahre jetzt einfach über die B14. Ah, so schöne Momente. Auf jeden Fall, wenn ihr zum Abo-Treffen kommen wollt, ich komme aus der Richtung Heilbronn, da treffe ich mich mit meiner Freundin. Falls jemand von daher aus mitfahren will, nach Ansbach, der kann gern mitkommen, der muss mir halt nur schreiben, YouTube in die Kommentare direkt und dann schreiben wir weiter auf Instagram, Facebook, wie auch immer und dann machen wir ein Treffen aus, Treffpunkt aus, da um Heilbronn herum, vermutlich auf der A6 oder was das ist, Richtung Würzburg und dann fahren wir gemeinsam hin, also lass es keine Ausrede sein, fangt an schöne Momente im Leben zu erleben. Ich weiß, ich habe es früher auch selten gemacht, aber ich habe jede einzelne Tour genossen und ich habe nicht den Luxus, mit anderen fahren zu können, weil damals war ich der richtige Alleingänger, aber jetzt fahre ich gern allein, aber damals bin ich immer allein gefahren, direkt komplett im Norden, alleine, Tank voll gemacht, Zündschlüssel umgedreht, Rucksack gepackt, auf den Rücken und los geht's, also ich hatte nur ein bisschen Geld dabei, ich hatte weder Trinken noch Essen dabei, da habe ich die schönsten Strecken in meinem Leben getroffen, also kennengelernt. Ich bin Schwäbisch Hall das erste Mal dort gefahren. Dort gibt es so wunderschöne Strecken, Kurvenstrecken, schöne Landstraße. Mir hat es so unnormal viel, also unnormal gut gefallen, dass ich es einfach wieder machen würde. Und es wird mit meinem A2-Bike auch kommen. Das ist halt das Coole. Ich sag meiner kleinen Schwester so Bescheid, hey du, ich bin weg. Und komme morgen irgendwann wieder. Und dann fahre ich einfach los. Bis das mich der Tank zum Liegenbleiben bringt. Naja, auf jeden Fall, deswegen ist mir auch wichtig mit dem Tank, dass ich ein paar hundert Kilometer mit weit komme. Ja, aber das ist eigentlich immer gewährleistet. Und ich liebe es einfach aufs Ungewisse loszufahren. Diese Abenteuerlustigkeit. Irgendwann wird halt der Moment im Leben kommen, da kann man es nicht so oft machen, das Motorradfahren zu genießen und so. Deswegen, ich bin echt dankbar dafür, dass ich noch jung bin und weite Strecken fahren kann, ohne dass mir der Rücken wehtut oder ohne dass ich zu Hause bleiben muss und mich die Familie kümmern muss und so. Deswegen, ich genieße es vollkommen und werde es auch weiterhin tun und lieben. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Schauen. Ciao, Leute. Keep it moving.